Ich fasse zusammen. Die Linken sind ja immer gut im Reden, aber weniger gut im Machen. Hier große Belehrungen abhalten, das können Sie. Aber wenn Sie liefern müssen, da wird es sehr schnell ganz, ganz düster. Ein Vorschlag, rufen Sie einfach mal bei den Landesregierungen an, wo Sie mit an der Regierung sind. Das ist im deutschen Föderalismus so, dass die Länder erstmal dafür verantwortlich sind, wie Bildung umgesetzt wird. Und da hat Corona überhaupt nichts geändert an dieser Situation. Dort, wo die Linken Regierungsverantwortung tragen, läuft es in der Bildungspolitik nämlich immer sehr, sehr schlecht. Ein Beispiel: Berlin. Manche Schulen in der Hauptstadt haben aufgrund ihrer Untätigkeit im Bildungssenat bereits eigene Konzepte für hybriden Unterricht erarbeitet. Es gibt extra Taskforce von Eltern hier in Berlin, um an Gymnasien und Oberschulen eben hier Unterricht zu gestalten. Eltern berichten, dass die Bildungssenatorin aber solche auf Eigeninitiative gewachsenen Konzepte stoppt und auf Präsenz statt auf digitale Bildung setzt. Sie muss das tun, weil sie den ganzen Sommer es verschlafen hat, eben hier entsprechende Konzepte vor Ort umzusetzen. In diesem Senat trägt Ihre Partei Verantwortung, hier in Berlin vor Ort. Dort in den Ministerien und den Senatsverwaltungen hier in Berlin liegt die eigentliche, originäre Zuständigkeit für Bildung. Was mich aber an dem Bericht besonders bewegt: die Eigenverantwortung in den Schulen gehört eigentlich in dieser Pandemiesituation besonders gestärkt. Denn Schulleiter, Lehrer und Eltern und Schüler vor Ort wissen am besten, worauf es vor Ort in den Schulen ankommt. Eltern und Schüler haben hier bereits schon viel auf die Beine gestellt. Und Politik müsste sich aus meiner Sicht erst mal darüber Frage stellen, wie können wir das ermöglichen und nicht, wo liegen die Probleme. An dieser Stelle möchte ich gerne auch mal ein Beispiel aus meinem Wahlkreis benennen, wo eine Schule in meiner Heimat, die besonders immer gute digitale Konzepte auf die Beine gestellt hat, gerade in dieser Pandemie auch eine gute Lösung gefunden hat. Das Balthasar-Neumann-Technikum in meinem Wahlkreis in Trier. Die Schule ist ein Paradebeispiel dafür, wie digitale Konzepte vor Ort durch Eigeninitiative auch zu guten Ideen und erfolgreichem Handeln geführt haben. Dort wurde bereits in der Stunde Null durch digitale Konzepte, in der Stunde Null im März, als der erste Lockdown zustande gekommen war, wurde 1:1 der Unterricht, der Stundenplan 1:1 digital umgesetzt. Da wurde keine Schulstunde pausiert, sondern 1:1 wurde dieser Stundenplan umgesetzt. Solche Leuchttürme sollten in meinem Auge gefördert werden und nicht blockiert werden. Um die Schulen aber auch in der aktuellen Krisenzeit weiterhin gut durch die Krise zu bringen, denke ich mal, müssen wir alle damit anpacken, dass wir wirklich diese Krise bewältigen. Wir brauchen da gute Ideen vor Ort, und diese gilt es auch vor Ort zu stärken. Und wir brauchen natürlich auch eine verantwortungsvolle Landespolitik in den einzelnen Bundesländern. Wir vom Bund, der Staatssekretär hat es eben gesagt, haben vorgelegt. Wir haben Mittel bereitgestellt, sowohl in der Corona-Pandemie. Wir rüsten die Schulen damit aus, dass sie eben Laptops und technisches Equipment bekommen, dass auch Schüler, die in benachteiligten Familien leben, auch diese Geräte bekommen. Dafür investieren wir 500 Millionen Euro. Und da sind die Länder jetzt auch gefordert, diese Konzepte umzusetzen, damit die Schüler auch diese Geräte vor Ort bekommen. Und was mich besonders auch ärgert, ist: wir haben bereits weit vor der Corona-Krise, schon vor einem Jahr, mit dem Digitalpakt Schule dafür gesorgt, dass wir über 5 Milliarden Euro den Schulen Mittel bereitgestellt haben, um digitale Ausstattung vor Ort eben auch zur Verfügung zu stellen. Und man sieht auch, einige Bundesländer haben diese Hausaufgaben gemacht. Sachsen zum Beispiel hat bereits im September letzten Jahres viele Mittel von diesem Pakt abgerufen. Aber andere Bundesländer haben ihnen diese Hausaufgaben nicht gemacht. Und da sollte man auch mal nachfragen. Eigenverantwortung gehört auch dazu. Wenn man Mittel bekommt, muss man auch dafür sorgen, dass man diese Mittel auch vor Ort einsetzt. Und das, meine Damen und Herren, gehört hier auch
zur Ehrlichkeit in der Debatte. Lassen Sie uns also gemeinsam weiter daran arbeiten, wie wir die Schulen auch in der Krise gut entsprechend durch die aktuelle schwierige Zeit bringen. Aber hierzu muss natürlich auch jeder seine eigenen Hausaufgaben vor Ort bewältigen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es bleibt dabei, in der Aktuellen Stunde sind die 5 Minuten nicht die Mindestredezeit, sondern die Höchstredezeit. 30 Sekunden mehr.